Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das deutsche Handwerk begrüßt die Verbesserung zum Meister BAföG sehr. Und ich will jetzt alle Punkte nicht noch mal aufzählen. Vieles ist ja schon gesagt, aber mir als Handwerksmeisterin sind drei Punkte besonders wichtig. Das ist zum einen die Verbesserung der Unterhaltsförderung inklusive der Förderelemente, damit auch Familienangehörige einbezogen werden können. Denn im Handwerk nehmen traditionell sehr viele an den Vollzeitlehrgängen teil. Denn die Absicherung des Familieneinkommens ist oft ausschlaggebend, damit junge Menschen überhaupt an einem Lehrgang teilnehmen. Zweitens wichtig ist auch die Erhöhung des Zuschusses bei den Unterhaltskosten auf 50%, wie bei den Studenten. Denn die Gleichwertigkeit der beruflichen und akademischen Bildung muss eben auch gelten, wenn es um finanzielle Förderung geht. Und drittens die Erhöhung des maximalen Förderbeitrages für das Meisterstück. Denn das Meisterstück ist oft nicht nur sehr teuer in seiner Anfertigung, es ist auch für jeden Meister von hohem ideellen Wert. Bei so manch einem Tischler steht heute im Wohnzimmer noch das Meisterstück. Und ich muss gestehen, ich habe mein Meisterstück auch voller Stolz viele Jahre getragen. Das erzähle ich Ihnen später. Meine Damen und Herren, heute ist ein guter Tag für das Handwerk. Denn wir verbessern nicht nur das Meister-BAföG, wir stärken auch die duale Ausbildung. Sie verbindet die Theorie mit der Praxis und erleichtert so jungen Menschen damit den Einstieg in unseren Arbeitsmarkt. Und die duale Ausbildung ist damit auch Garant für unsere niedrige Jugendarbeitslosigkeit im europäischen Vergleich. Und ich kann deswegen das Vorgehen der EU-Kommission überhaupt nicht nachvollziehen. Auf der einen Seite bewertet sie das duale System als Best Practice und empfiehlt es den südeuropäischen Ländern gegen die Jugendarbeitslosigkeit. Und auf der anderen Seite stuft sie den Meisterbrief als Hemmnis für den Berufszugang und für den Binnenmarkt ein. Meine Damen und Herren, zur dualen Ausbildung in Deutschland gehört der Meisterbrief. Er ist und bleibt die Krönung der beruflichen Ausbildung, und das muss auch Brüssel begreifen. Im deutschen Handwerk werden jährlich 371.000 junge Menschen von Meistern ausgebildet. Und deswegen müssen wir auch weiterhin für den Meisterbrief kämpfen. Und ich bin froh, dass wir uns hier in diesem Hohen Haus einig sind. Ich erinnere an unseren gemeinsamen Antrag zum Meisterbrief, den Antrag zur Transparenzinitiative und den Antrag zur Binnenmarktstrategie. Aber, meine Damen und Herren, wir müssen im eigenen Land auch noch ein bisschen mehr für unsere duale Ausbildung tun. Ich finde es fatal, in Europa wird unser System hochgelobt und im eigenen Land verliert es an gesellschaftlicher Akzeptanz. So ganz nach dem Motto, der Prophet gilt nichts im eigenen Land. Denn für viele Schulabgänger und Eltern ist die duale Ausbildung leider nur noch zweite Wahl. Fast 60% unserer jungen Menschen eines Jahrganges streben ein Hochschulstudium an, Tendenz steigend. Wir rechnen damit, dass 2020 wir ungefähr bei 80% liegen. Und darum fehlen uns im Handwerk geeignete Auszubildende, während die Unis gleichzeitig unter dem hohen Andrang stöhnen. Bachelor und Meister sind auf dem Papier gleichgestellt. Dafür haben wir hart gekämpft. Aber es muss auch noch in die Köpfe von Lehrern, Eltern und Schülern. Der akademische Berufsweg ist eben nicht immer der Königsweg. Gerade in den technischen Studiengängen haben wir hohe Abbrecherquoten. Und ein Meister oder Facharbeiter verdient oft mehr als ein junger Akademiker. Das gehört auch zur Wahrheit und das muss auch mal gesagt werden. Und was mich noch mehr erschüttert, ist, dass viele junge Menschen in unserem Land die unterschiedlichen Berufsbilder und Karrieremöglichkeiten im Handwerk gar nicht kennen. Das Handwerk bietet mehr als 130 Ausbildungsberufe. Das Handwerk ist innovativ, das Handwerk ist kreativ und das Handwerk ist vor allen Dingen Hightech.
Und da ist eigentlich für jeden was dabei, kann man sagen. Es gibt viele individuelle Karrieremöglichkeiten, von der Ausbildung bis hin zum Studium oder der Chance, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Stichwort Karriere mit Lehre. Und hier muss die Berufsorientierung unbedingt noch mehr leisten, vor allen Dingen an den Gymnasien. Meine Damen und Herren, wir fördern mit den Verbesserungen beim Master BAföG auch den Weg in die Selbstständigkeit. Und das ist für das deutsche Handwerk, aber für die gesamte Wirtschaft von großer Bedeutung. Denn leider ist die Neigung der jungen Menschen zur Selbstständigkeit in den letzten Jahren sehr rückläufig. Das Handwerk braucht daher nicht nur Auszubildende und Fachkräfte, sondern eben auch junge Unternehmer, die zum Beispiel einen Betrieb übernehmen. Denn sonst brechen uns mit jeder Betriebsaufgabe Arbeits- und Ausbildungsplätze. Und das hat dramatische Folgen. Denn nach einer Umfrage des Zentralverbands des Deutschen Handwerks aus dem vergangenen Jahr stehen bis zum Jahr 2020 hochgerechnet 180.000 Unternehmen zur Übergabe, weil die Unternehmer in den Ruhestand gehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir heute das Meister BAföG verbessern. Wir brauchen mehr junge Menschen, die den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Meine Damen und Herren, mein Fazit: Wir können mit diesem Gesetz sehr zufrieden sein. Es ist ein großer Schritt in die richtige Richtung, ein deutlicher Beitrag zur Gleichstellung von beruflicher und akademischer Bildung. Und unser nächstes gemeinsames Ziel sollte dann die vollständige finanzielle Gleichstellung sein. Und darüber sollten wir in Zukunft reden. Herzlichen Dank. Ich erteile das Wort dem Kollegen Ernst-Dieter Rossmann für die SPD-Fraktion.